Hallo und herzlich willkommen bei It Works, der Heimwerker-Sendung von Wolfkraft. Heute dreht sich alles um das Thema Holzleisten. In dieser Folge bauen wir drei Outdoor-Projekte. Ein Tisch, eine Bank und eine Lampe. Doch ich will gar nicht zu viel verraten. Am besten springen wir direkt in unsere Werkstatt und begrüßen den heutigen Gast. Hi Tobi! Hi Sebastian, dich kennt man ja besser unter dem Namen Mr. Handwerk. Ja. Schön, dass du heute mein Gast bist. Ja, freut mich auch, Tobi. Wie bist du auf das Thema Holzleisten gekommen? Ja, Holzleisten ist ja aktuell gerade so ein Trendthema. Und wenn du mal in den Baumarkt gehst, dann siehst du ja ganz viele Akustikpaneele. Mhm. Und das sieht sehr nett aus, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und daraus habe ich drei coole Projekte entworfen. Cool, da bin ich sehr gespannt. Ich würde sagen, wir starten direkt. Also Tobi, als erstes Projekt habe ich mich für einen Beistelltisch entschieden. Und das Besondere an diesem Beistelltisch oder Tisch ist, dass der ringsherum Leisten bekommt. Und ich sehe, du hast da ja auch schon mal was vorbereitet. Richtig. Und zwar habe ich schon eine oberste Platte und einen untersten Ring vorbereitet. Mhm. Den habe ich mir auf einer Holzplatte angezeichnet. Insgesamt drei Kreise, die mit einer Stichsäge ausgesägt. Und dann habe ich schon mal vorweg jetzt vorbereitet vier Holzleisten angeschraubt und die vier Holzleisten immer gegenüber parallel zueinander. Das ermöglicht uns dann später, dass wir die Holzleisten viel einfacher anschrauben können. Um die Holzplatten auszusägen, das kannst du mit einer Stichsäge machen oder mit einer Fräse. Ich empfehle dir, eine Stichsäge zu verwenden. Und dafür habe ich ein spezielles Sägeblatt verwendet. Damit kannst du besser um die Kurven sägen. Ah, okay, verstehe. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das Arbeiten mit einer Stichsäge auch einfacher ist für Anfänger im Gegensatz zu der... Richtig, würde ich den Anfängern bzw. die noch nicht so oft in der Oberfräse gearbeitet haben oder mit einer Handfräse, empfehle ich mit der Stichsäge. Ich habe es auch getan. Es geht um einiges schneller, einfacher und ist einfach effektiver. Mhm. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie gewohnt haben wir auch eine detaillierte Aufbauanleitung sowie eine Material- und Werkzeugliste im Link dieses Videos für euch bereitgestellt. Als nächstes habe ich 12 Holzleisten an meiner Kappumgärungssäge zugesägt. Mhm. Und diese habe ich dann einmal unten und einmal oben vorgebohrt mit einem Vorbohrer und Senker. Und das alles in eins. So sieht das Tool aus. Ist ehrlich gesagt mein Lieblingstool bei euch, bei Wolfkraft. Du hast ja bereits schon 4 Leisten an den Tisch angebracht. Mhm. Wieso genau an diesen Stellen, Sebastian? Richtig, wie du siehst, sind die alle parallel zueinander ausgerichtet. Das heißt, ich habe mir hier ein kleines Kreuz angezeichnet, so dass jeweils die Leisten parallel zueinander stehen. Und das ist dann für uns sozusagen eine Vorlage oder ermöglicht uns, dass wir die Holzleisten dann später einfacher anschrauben können. Das kannst du beispielsweise jetzt per Augenmaß machen oder du kannst dir genau das Maß errechnen und dann die Leisten nochmal einteilen, dass das Maß auch exakt stimmt. Mhm. Aber das kannst du auch, wie gesagt, per Augenmaß machen und das machen wir jetzt auch. Wenn man eine andere Tischgröße nimmt, muss man das Ganze natürlich individuell anpassen. Wir haben uns für einen runden Tisch entschieden, weil wir das Ganze einfach stylischer finden. Wem das jedoch zu kompliziert ist, dem zeigen wir in Projekt 3 heute eine Alternative, womit das Ganze viel, viel leichter geht. Sebastian, ich würde sagen, wir starten mal. Genau. Lass mal das Gestell jetzt hier hinlegen, so können wir das leichter festschrauben. Mhm. Jetzt nehmen wir, wie gesagt, die Leisten und machen das ein bisschen per Augenmaß. Ne? Oder wir stellen ihn vielleicht hin, je nachdem, wie es einfacher ist. So, Sebastian, der Standfuß unseres Tisches ist jetzt fertig. Was jetzt noch fehlt, ist die Tischplatte. Richtig, die habe ich auch schon bereits vorbereitet. Das ist hier eine Kiefernplatte. Mag man gar nicht glauben. Ne? Mhm. Das ist Kiefer, das ist so glasig. Das habe ich dann einheitlich zusammen lasiert in einem dunklen Ton, damit das nicht so auffällt. Diese Tischplatte habe ich jetzt vorweg schon einmal abgerundet mit einem Abrundungsfräser. Das hat den Vorteil, dass man sich an dieser scharfen Kante beispielsweise nicht verletzen kann und es sieht optisch einfach schöner aus. Mhm, ne? Ja. Genau, das Ganze muss jetzt miteinander verschraubt werden, Sebastian. Genau. Ich frage mich nur, wie wir das machen, weil von oben können wir es ja schlecht verschrauben. Könnte man schon, ist aber dann wieder eine Schwachstelle, weil das Ganze ist ein Outdoor-Projekt. Mhm. Und wenn dann oben eine Schraube ist und Wasser eindringen kann, dann würde irgendwann das Holz aufquillen. Und sieht einfach nicht schön aus. Das heißt, wir drehen uns das Ganze mal um. Ja. Oh, hilfst du mir mal? Das ist klar. Ziemlich schwer. So, dann richten wir das einmal aus. Das nehmen wir dann mal hier. Den Zollstock und messen mal nach, ob wir den gleichen Abstand überall haben. 5,5. Jawohl. Ich messe hier auch mal. 5,5.
und 5,5. Und dann kannst du theoretisch jetzt einen Akkuschrauber nehmen und das Ganze verschrauben. Ja. Dieser passt ja gerade so rein. Mhm. Dann gibt es aber natürlich auch Akkuschrauber, die sind ein bisschen größer, ne? Und dann hast du deine Probleme oder je nachdem, wie der Tisch ist, zum Beispiel hier, hast du deine Probleme. Kommst nicht so leicht rein und kannst das auch nicht festschrauben. Und da gibt es beispielsweise jetzt hier diesen extra langen Schaft. Den nehmen wir, spannen uns den unsere Akkuschrauber ein, nehmen unsere Schraube. Das Besondere daran, der hat vorne einen Magnethalter. Guck mal, hier. Klasse. Der hält dann auch gleich die Schraube fest. Ja. Wow, oh, sehr schön. Ja, guck mal. Klasse. Sebastian, dieser Tisch sieht echt wunderbar aus. Aber weißt du, wo der noch viel, viel besser aussieht? Im Garten. Im Garten macht der Tisch sich tatsächlich noch besser. Ich freue mich schon darauf, im Sommer das ein oder andere Kaltgetränk dort abzustellen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wofür ihr den Tisch gebrauchen könntet. Sebastian, was hast du uns als nächstes für ein Projekt mitgebracht? Der Tobi, wie du sehen kannst, habe ich hier was schon auf der Werkbank liegen. Und zwar wird das eine stylische Bank. Hier hast du die Sitzfläche, rechts ist eine Aussparung, da kommt später ein Blumenkübel rein und auf der linken Seite kommen dann nochmal zwei Beine ran für die Bank. Ich habe das Ganze an meiner Kapp- und Gärungssäge auf Maß zugesägt. Und dann, bevor wir das Ganze jetzt zusammenschrauben, habe ich das dann auch lasiert bzw. lackiert, einen Holzschutz draufgebracht, weil später, wenn du jetzt hier in den Zwischenräumen mit einem Pinsel reingehen willst, das ist immer so eine Sache, deswegen lasier das vorweg, ersparst dir wirklich eine Menge Arbeit. Ja. Beim Verschrauben habe ich Edelstahlschrauben genommen. Grundsätzlich bei Autoprojekten würde ich Edelstahlschrauben nehmen. Und das Wichtigste ist bei diesem Projekt jetzt hier, dass wir wirklich immer den gleichen Abstand haben. Jetzt haben wir hier 4,5. Super. Das hat nämlich den Grund, einmal optisch, dass es natürlich schön aussieht. Mhm. Und den anderen Grund, weil wir hier später dann nochmal einen Fuß der Bank reinsetzen werden und verschrauben werden. Parallel, wo ich die Kanthölzer zugesägt habe, habe ich auch unseren Blumenkübel zugesägt und das Ganze mit einer Tischkreissäge. Und auch hier habe ich das Ganze auch wieder verschraubt, miteinander stumpf. Gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten, Dübeln, Schrauben, den Undercover-Jig beispielsweise. Und das Wichtigste ist hierbei ist, dass du ein Multiplex verwendest, das wasserabweisend ist, also speziell für den Outdoor-Außenbereich ist. Denn wenn jetzt mal die Blume oder die Pflanze gießt und ein bisschen Wasser was daneben geht, damit das Ganze nicht von oben gleich aufquillt. Verstehe. Mhm. Und den setzen wir jetzt mal ein. Okay, der kommt dann hier rein. Richtig, ich denke, wir kippen das am besten. Genau, das ist, glaube ich, einfacher. Den Blumenkübel schieben wir jetzt durch die Aussparung neben der Sitzfläche. Hierbei achten wir auf ein passendes Maß, damit die Bank am Ende nicht schief steht. Schließlich verbinden wir den Blumenkübel mit dem Grundrahmen. Anschließend kümmern wir uns um die gegenüberliegende Seite und befestigen den Fuß. Hierfür nutzen wir das Winkelgetriebe, mein zweites Wolfkraft-Lieblingstool. Mit diesem kann man auch an engen Stellen problemlos schrauben. So, Tobi, lass mal hinstellen. Jawohl. Oh, so. Hat schon ein bisschen Gewicht, die Bank, ne? Das stimmt. Aber soll ja sein. Ist ja massiv. Sieht sehr, sehr gut aus. Richtig. Sebastian, jetzt ist der Fuß befestigt. Sind wir jetzt fertig? Nein, noch nicht ganz. Und zwar ist der Blumenkübel, also die Multiplex-Box, ist ein bisschen nackig. Und ich habe das Design der Sitzbank auch hier wieder aufzugreifen und habe da was vorbereitet. Und zwar habe ich hier, wie du sehen kannst, zwei Rahmen. Und hierfür habe ich wieder das gleiche Holz genommen, habe das an der Kapp- und Gärungssäge auf Gärung geschnitten und habe das Ganze miteinander verleimt. Und da habe ich mein drittes Lieblingstool verwendet, und zwar den Bandspanner Pro. Cool, klasse. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare dieses Videos, was eure Lieblingstools von Wolfkraft sind. Nun drehen wir die Bank um, damit wir die Blumenkübelverkleidung ausrichten können. Hierfür helfen uns zwei Kanthölzer, um einen gleichmäßigen Abstand einzuhalten. Anschließend verschrauben wir die Rahmen.
Im Nachgang haben wir übrigens noch einen dritten Rahmen angebracht, einfach weil es uns so noch besser gefällt. Dann drehen wir die Bank mal um. Ja, Achtung. Was willst du so drehen? Super. Ganz schön schwer, ne? Ja, sieht aber echt gut aus. Ich würde sagen, ich hole mal den Blumenkübel, dann schauen wir mal, wie das mit Blume aussieht. Bisschen Dekoration. Jawohl. So, die Pflanze sitzt und die Bank ist fertig. Klasse, Sebastian. Super. Die Sitzbank steht nun im Garten und lädt zum Verweilen ein. Ich glaube, dass ich hier noch viele Sommerabende drauf genießen werde. Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei, Sebastian. Was ist das nächste Projekt, was du uns mitgebracht hast? Richtig, Tobi. Ich habe mir gedacht, zwischen Bank und Tisch passt optisch eine Lampe richtig gut. Cool, klasse. Die sieht ja eigentlich schon fertig aus. Genau, ist sie noch nicht ganz. Also der Feinschliff, dazu kommen wir später. Mhm. Ich zeige dir erstmal, wie ich die Lampe aufgebaut habe. Also du siehst hier ein paar Latten. Die habe ich an meiner Kapp- und Gärungssäge auf Maß zugeschnitten. Und unten sehen wir noch meine Multiplex. Die hatten wir ja im vorigen, beziehungsweise bei der Bank verwendet gehabt, das Material. Das habe ich mir auch an meiner Tischkreissäge zugesägt. Und das ist die Grundplatte, damit die Lampe von unten keine Feuchtigkeit ziehen kann. Mhm. Denn das ist auch ein Outdoor-Projekt. Und das Wichtigste hierbei, wenn du jetzt mit den ersten zwei Latten anfängst, dass du die dementsprechend vorbohrst, festschraubst auf der Grundplatte. Und bei den anderen zwei Latten, die dann draufgesetzt werden, musst du darauf achten, dass die Schraubenköpfe immer ein bisschen versetzt zueinander sind. Mhm. Weil Schraubenkopf auf Schraubenkopf kannst du nicht schrauben. Ne? Verständlich, ja. Richtig. Und irgendwann sind wir dann so hoch angelangt, wie jetzt hier auch. Das kannst du, je nach Wunsch kann das variieren. Du kannst auch die Lampe etwas höher bauen. Wir haben uns jetzt auf ungefähr 30 cm so geeinigt. Und zu guter Letzt kommen wir dann zum Feinschliff. Und zwar habe ich einen Lattenkranz vorbereitet. Den habe ich jetzt hier beispielsweise verleimt und nicht geschraubt. Das hat einen besonderen Grund. Dieser kommt nämlich jetzt hier, wird der draufgesetzt, zack. Und somit haben wir oben keine Verschraubung. Einmal optisch und dann ist es so wieder ein Schutz, dass auch hier keine Feuchtigkeit bzw. Wasser eindringen kann. Und diesen verleimen wir jetzt. Darauf solltet ihr natürlich achten, dass ihr einen wasserfesten Leim verwendet. Da geben wir jetzt punktuell was drauf. Eins. So. Und noch ein kleiner Tipp, Tobi. Diesmal solltest du das Projekt vorweg nicht lasieren. Okay. Weil, wenn wir jetzt die Holzschutzlasur hier raufbringen, dann würde der Leim nicht halten. Das heißt, das Ganze im Nachgang lasieren. Verstehe. Mhm. Jetzt habe ich noch mal einen Griff vorbereitet. Den können wir jetzt auch schon mal anbringen. Ja. Das sind einfach drei Teile, die ich stumpf miteinander verschraubt habe. Auch hier habe ich wieder Edelstahlschrauben verwendet. Für den Außenbereich. Richtig, damit die nicht rosten. Ne? Hilfst du mir mal? Ja, gerne. Dass du die mal festhältst. Fertig, Tobi. Super. Ich finde, das sieht echt wunderschön aus und ging jetzt auch echt einfach. Ja. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war auch die Alternative, von der wir vorhin im ersten Projekt mit dem Gartentisch gesprochen haben. Richtig, Sebastian? Richtig. Das ist nämlich eine Variante, da könnt ihr wirklich sehr, sehr flexibel und frei wählen aus Kanthölzern und euch quasi eine eigene Unterkonstruktion bauen. Ein bisschen einfacher als der Tisch, den wir am Anfang gebaut haben. Richtig, genau. Und jetzt nehme ich die Lampe mit in den Garten und schau mal, wie sie aussieht, wenn sie leuchtet. Am Abend sorgt die Lampe nicht nur für Helligkeit, sondern setzt auch optisch Glanzlichter. Darüber hinaus kommen auch der Tisch und die Bank bei Nacht zur Geltung. Sebastian, vielen, vielen Dank nochmal. Aber was ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe, halten unsere drei Projekte denn auch Wind und Wetter aus? In Deutschland haben wir ja dann doch den ein oder anderen Regentag. Wir beide haben im Vorfeld ja schon mal miteinander gesprochen und du hast heute drei Tipps mitgebracht, die du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest, was man da machen kann. Tipp Nummer eins war, dass es gewisse Hölzer gibt, die extra für den Außenbereich geeignet sind. Welche Hölzer sind das nochmal? Genau, ganz einfach vorweg, tropische Hölzer eignen sich wirklich bestens für den Außenbereich. Mhm. Und hier im europäischen Raum kannst du wirklich auf Eiche setzen oder auf Douglasie oder auf Lärche.
Das sind so Hölzer, die kannst du perfekt für den Außenbereich nehmen, verwenden. Okay, klasse, super. Mhm. Dann kann man bestimmt auch bei der Bauweise noch einiges beachten, oder? Genau, wie du jetzt hier bei der Bank beispielsweise siehst, von der Draufsicht oder von der Vogelperspektive siehst du jetzt keine einzige Schraube. Das heißt, wir haben gar keinen Schwachpunkt. Du kannst also verhindern, beispielsweise, dass du von oben irgendwelche Löcher oder die Stirnkante vom Holz, dass sie so ein bisschen geschützt ist. Also die Bauweise spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, dass da beispielsweise kein Wasser eindringen kann. Ich verstehe, ja. Hm. Und was ist Tipp Nummer 3? Tipp Nummer 3 ist einfach eine Lasur oder einen Holzschutz aufzubringen. In dem Fall haben wir jetzt eine Holzschutzlasur aufgebracht und die schützt das Holz nochmal. Klasse, super. Ja, Sebastian, dann vielen, vielen Dank, dass du die 3 Projekte mit mir zusammen gebaut hast. Ich finde, es ist richtig schön geworden und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Ich auch. Mach's gut. Ciao, Tobi. Tschüss. Natürlich haben wir diesmal auch wieder ein Gewinnspiel für euch. Kommentiert einfach unter diesem Video, wie ihr für Holzschutz bei euren Outdoor-Projekten sorgt. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir ein Masterwork 1600. Ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank fürs Einschalten von dieser Folge von Itworks. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da und schreibt uns in die Kommentare von diesem Video, welches der 3 Outdoor-Projekte euch am besten gefallen hat. Ich freue mich schon auf die nächste Folge von Itworks. Bleibt neugierig, euer Tobi.